Hallo zusammen! Heute habe ich mir gedacht, ja, du musst mal wieder zum Friseur. Dann war ich auch auf dem Weg, nachdem ich bei Rossmann einkaufen war und dachte mir, es kann aber nicht sein, dass ich fast jede Woche oder alle zwei Wochen immer zum Friseur gehen muss. Und ja, es kostet zwar nur 8 Euro, wenn man meine Seiten kurz schneidet. Dauert aber trotzdem eine halbe Stunde. Mein armer Friseur, der freut sich immer riesig, wenn ich reinkomme, weil ich so pingelig geworden bin. Wenn man wirklich bei so einem Haarschnitt alles sieht, was ja so nicht sein soll. Und ja, weil ich ehrlich gesagt auch mal versuchen will, das selber zu machen, habe ich hier meine Schneidemaschine, die ich schon länger habe, seitdem ich mein Sidecut hatte, schon damals. Ich traue mich eigentlich nicht so sehr, meine Haare zu schneiden, weil ich eben drum halt pingelig bin und so. Mir ist extrem wichtig, dass es halt auch alles gut ist und so, aber ich würde sagen, ich rede jetzt nicht weiter, ich mach's einfach und wenn es dann scheiße aussieht, gehe ich morgen zum Friseur und lasse ihn das reparieren. Gut, legen wir los. Ich glaube, ich habe immer so 8 cm, aber ich weiß nicht genau. Erstmal, na, es wird schon so groß sein, aber ich leg einfach mal los. Hier bitte ignorieren. Prämenstruelle Akne und so. Okay, ab geht's. So, jetzt geht ein bisschen was ab. Also ich will es nicht ganz kurz haben wieder. Ich will es einfach nur so haben, dass es nicht wieder über die Haare, auch über die Ohren wächst und so einfach so ein bisschen kürzen. Und auf jeden Fall kommt da was weg. Mal gucken. Mal gucken, wie lange ich hier dran sitzen werde. Vielleicht muss ich erstmal meine Haare noch ein bisschen wegmachen. Hier so einfach weg. Oh Mann, oh, das ist so schwierig. Scheiße. I cannot see anything at all. Oh Mann. Mach mal die andere Seite. Das Ding ist, dass ich so kurz abschneide, dass ich gar kein Ergebnis sehe. Okay. Ich mache jetzt auf 2. Ich habe die nächsten Tage keine Termine, keine wichtigen. Und meine Haare wachsen schnell nach und so sehe ich wirklich kein Ergebnis. Ah! I'm scared. I don't know what I'm doing. I'm never doing this shit again. Ganz ehrlich, liebe Zeit, diese 8 Euro. Wisst ihr, wie lange das dauert, bis ich dann mal perfekt zufrieden bin? Oh, geht gar nicht. So. Nee, geht gar nicht. Spiegelverkehr. Oh Mann. Maybe I finished already. Ich schnippel mal das Ohr ab. So, und jetzt noch oben so ein bisschen hier an den Kanten die Dinge ab. Was sagt ihr, Leute? Also ich finde fürs erste Mal, naja, die Seiten auf jeden Fall sind ja jetzt auch nicht so schwer, ne? Du musst einfach nur die Maschine, aber hinten ist, I don't know. Ich kann auch noch was ab. Irgendwas hat da gerade. Oh Mama. Hat das gehört? Irgendwas hat geknackt. Oder sieht das nur so aus? Als ob da gar keine Haare mehr fehlen. Oh no. Oh nein. Ich bin so dumm, Leute. Ich habe das doch gerade auf 1 gestellt, damit ich hier die Haare rausschneide. Und ich wundere mich gerade, warum so viel abfällt. Nein, oder? Nicht euer Ernst. Nicht euer Ernst. Jetzt habe ich fast eine Glatze mir geschnitten. Guck mal. Das sollte eigentlich so sein. Was mache ich denn jetzt? Ich laufe nur noch mit Mütze rum. Ich muss mir eine Cappy kaufen. I can't believe it. Wie kannst du denn so dumm sein, Hilly? Sometimes I'm just wondering. But just sometimes. Ich mache jetzt wieder 2 und gucke mal, ob ich das irgendwie an mich traue. Well, I can't do it. Vielleicht hätte ich mir vorher schon mal ein Handtuch
drüber legen sollen. Es sind noch Haare. Come on. Come on! Cut all them off! Mach den Halbglatze. Ich glaube, ich gehe zum Friseur. Und lass es noch einfach perfektionieren. Ja, zahle 8 Euro dafür. Und ja, dann sehen wir uns gleich. So, ich bin wieder zurück von meinem Friseur. Und meine Haare sehen richtig zottelig aus, weil ich eine Mütze getragen habe. Und zwar musste mein Friseur, nachdem er mich ausgelacht hat, alle natürlich so kurz schneiden, wie ich sie hier geschnitten habe. Aber an sich finde ich das auch ganz cool. Also klar, jetzt sehe ich auch fertig aus und so. Aber so kurz hatte ich sie lange nicht mehr. Am Anfang hatte ich sie ganz oft so kurz. Und ja, also hinten gefällt mir das jetzt auch ganz gut. Und genau, ich bin jetzt echt froh. Und ich werde nie wieder meine Haare selber schneiden. Er hat sich auch schon gewundert und mich gefragt, was hat dich denn geritten, deine Haare selber zu schneiden? Weil er genau weiß, wie pingelig ich bin. Und ja, im Endeffekt hat er jetzt wieder eine halbe Stunde an meinen Haaren rumgeschnibbelt, nur für die Seiten und so. Aber ich habe heute auch mal realisiert, das liegt auch daran, dass wir halt immer so viel reden. Aber nicht nur daran, weil dann habe ich noch hier was und da was und dann ist er fertig. Dann sage ich, nee, da ist aber auch noch was. Nicht, dass er es nicht gut macht, er ist echt perfekt, er ist echt super, aber ja. Ah. Gut, das Ding ist, ich muss voll auf Klo. So. Jetzt kann ich auch ruhiger reden. Als Fazit würde ich dann mal sagen, Hüli failed cutting her undercut. Und ja, also ich meine, Seiten und so geht, wenn ich einen Side Cut hätte, das ginge auch, aber hinten und so. Und allgemein, nee, ich lasse es lieber meinen Friseur machen. Ich freue mich auch immer, meinen Friseur wiederzusehen, weil es ist immer noch der gleiche Friseur, den ich halt an meine Haare lasse und auch nur ihn an meine Haare lasse. Der mir damals vor einem Jahr circa mein Undercut geschnitten hat und wir sind echt Freunde geworden und deswegen freuen wir uns halt auch immer, wenn ich dann halt da bin. Ich hoffe, euch hat das Video trotzdem amüsiert und unterhalten. Ich gehe dann jetzt mal duschen, weil mich piekt und juckt überall. Ihr könnt es nicht fassen, weil ich irgendwie überall einfach Haare habe und mich so mit jedem Schritt, den ich mache, piekt es irgendwo. Geht gar nicht. Ich bin jetzt wieder glücklich mit meinen Haaren. Danke an meinen lieben Friseur und danke auch, dass du ja, deine Geduld nie verlierst an mir. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss!